So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Diesmal haben wir jetzt ja den lieben Default ausgeschaltet, haben seine Daten geklaut, ihn platt gewalzt und sind jetzt gespannt, was auf den Daten so drauf ist. Na gut, das wissen wir ja schon, das sind ja unsere alten Daten. Ja, der erholt sich am Herzinfarkt und hat ein Bankkonto. Zack. Jetzt kriegt er Dachte, den das nächsten interessiert Herzinfarkt. dich. So. Ich habe noch nie einen Auftrag mit so vielen Nullen gesehen wie dein. Die wollen dich wirklich, Kumpel. Neu ist das nicht. Okay. Nein, vertrau mir. Das ist, was neu ist. Du hast wirklich jedem hier ans Bein gepisst. Du musst Yeah. Chicago verlassen, solange es geht, denn die Ruf Hexer werden Bürger. dich finden. Nur eine Frage der Zeit. Danke für die Warnung. Ja, du wirst sie ignorieren, aber ich dachte, ich versuch's. Okay. Der Typ ist HIV-positiv, die Amazons. So. Nun hätte ich gern ein Missionsziel für diese Folge, denn ansonsten wird es etwas langweilig werden. Oh, ein Hey Anruf. Kumpel, gute Nachrichten. Ich glaube, ich habe doch eine Zukunft als Tontechniker. Hör mal rein. Du hast das Audio bearbeitet? Hör mal rein. Brent Alster, bitte im Büro melden. Brent Alster. Nikis Anruf kam vom selben Ort wie diese Lautsprecherdurchsage. Brent Alster. Das ist gut. Ich suche mal nach seinem Arbeitsplatz. Oh ja. Yeah. Such mal. Brent Alster. Da. Nikki ist Angestellt bei da. Ich Kläranlage. weiß Oh es. Gott. Hol sie zurück, Bruder. Oh ja, die holen wir uns. Die holen wir uns. Die Schwester holen wir uns zurück. Und Damien Weg kommt, wird er abgeknallt, wie immer. So. Kleine Schwester, alles klar. Diese Folge könnte sehr interessant werden. Bitte bleiben Sie dran. So. Platz da, ihr Null. Sprungschanze. Und das Auto dampft und brennt. Das ist aber schön. Scheiße ist das. Blutforschung stellt heute ein verbessertes Verschlüsselungssystem vor. Die PR-Chefin Charlotte Gardner gab zu Protokoll, dass das gescheiterte Datenleck vom Morgen beweist, dass das Unternehmen sicherer ist als je zuvor. Nicht gut. Ole, ole, ola. Der Eden ist wieder da. Fast wie auf der Après-Ski hier. So. Yay. Und mal ganz gekonnt wieder vorbeigeheizt. Yeah, ich kann. So, ich würde sagen, wir nehmen das Auto hier. Dann schleichen wir uns unerkannt ran. Nehmen wir aufs Handy gucken. Fahren. So. Musik brauchen wir nicht. Neues Fahrzeug verfügbar. Kleiner Scheißwagen. So. Alter. Das ist ein Renault? Oder was ist das? Ja, das ist ein Renault. Oh Mann. Die haben über echte Magen drauf. Oder was? Egal, ich merke nur, das ist verdammt langsam, dieses Auto schon. Na. Aber wie man weiß, kann mit jedem Auto schnell fahren. Wenn man es zu bedienen weiß und nicht wie in Computerspielen immer nur Gas tritt. Ja. Und das war eine Anspielung. Watch Dogs. So. Alter, wir bieten ihr ab. Das ist ja Wahnsinn. Sowas hat er aber nicht in der Fahrschule gelernt. So, wer hat das in der Fahrschule gemacht? Ach nö, schon wieder die Kleebrücke, du. Der braucht schon Lack. Oder? So. Schwester, ich komme. Und ich habe einiges dabei. 600 Freunde aus Stahl. So. Dann nehmen wir Abkürzung. Und ich habe das Gefühl, das wird doch in zwei Folgen bestimmt gesplittet. Oder ich mache jetzt eine lange, um wenigstens die Mission zu Ende zu bekommen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. So, auf jeden Fall sind wir hier jetzt schon.
Schwester, wo bist du? Schwester. Schwester. Okay. Ja, sorry, dass wieder mit Dish gegangen. Ich hab Nikki. Endlich. Und Damien weiß es nicht. Okay, jetzt schön vorsichtig. Oh ja, mir langsam. Hoffentlich ist sie bereit. Langsam und vorsichtig müssen wir sie da rausholen, würde ich sagen. Hängen sie das Netzwerk, um Nikki zu finden. Pass gut auf dich auf, Dattin. Die haben wohl Fixer als Security angeheuert. Die schießen erst und stellen dann keine Fragen. Ja, ich hack mich unter dem Radar rein. Die werden mich gar nicht bemerken. Das ist auch praktisch. So. Zack. Da sitzt du schon. Schalten Sie Nikis Bewacher aus. Das ist ein einziger Tipp zum Ausschalten. Ups, bin auch glatt ans Mikro gekommen. Nimm gleich noch das Geld mit, Nikki. Nimm das Geld mit. Nikki, ich bin's. Aiden! Hallo! Wo bist du? Hier sind überall Männer. Die Wache hier ist... Keine Ahnung, explodiert. Was passiert ist. Hör zu, ich weiß. Ich hole dich raus. Er ist du bleibst am Telefon und ich führe dich. Nein, die finden mich. Nikki, da ist deine Waffe. Steck sie bitte ein. Nur für den Fall. Oh Gott, das ist verrückt. Aiden, ich weiß nichts über Waffen. Aber ich... Jo. Ich hab geschossen. Wir müssen weiter. Hör auf meine Na, Stimme. Na, wie fühlt sich an? Ich glaube, er ist tot. Nikki, hör mir Hoffen zu. Was. Wir müssen schnell machen. Ich werde dich sicher führen. Bringen Sie Nikki zu einem Wagen. Hallo. Ich brauche eine kleine Kamera. Gut. Der Mann eben. Was will denn der da? Ich glaube, er atmet noch. Sollten wir einen Krankenwagen rufen? Komm schon, du hässlicher Gnom. Beweg dich. Bevor ich kalt mach. Ich hab nicht mehr geschossen, seit wir mit Dad auf Jagd waren. Und das war nur Kaninchen. Ja, ja. Bewegung. Es waren nur Kanickel. Ob das so eine gute Idee gerade war? Ich ihn getötet habe. Ich glaube, er ist tot. Ich wollte das nicht. Sie ist einfach losgegangen. Nikki, hör auf meine Stimme. Zuerst müssen wir dich rausbringen. Ja. Okay. Ja. Alter. Scheiße. Das ist doch kein Leben. Verteidigen Sie Nikki. Okay, probieren wir das Ganze nochmal, oder Leute? Mal ein bisschen rausschmuggeln hier, die Alte. Diesmal versuchen wir das Ganze nicht so. Ja, Spec Ops Waffen sind sie schwerer zu entdecken, ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dass ich mit schallgedämpften Waffen schwer zu entdecken bin. Danke für die Information. So. Ja, Nikki, wo? Wokstern? Ja, immer noch da drin. Geschossen, seit wir mit Dad auf Jagd waren.
So, das muss schnell. Weil ich ihn getötet habe. Ich glaube, er ist tot. Ich wollte das nicht. Sie ist einfach losgegangen. Alter, wie soll die eigentlich da rüberkommen? Er konnte es nicht glauben. Er hat mir gestern noch Decken gebracht. Lass uns umkehren. Wir können ihn noch retten. Wie kriege ich den Typ eigentlich weg? Hör auf meine Stimme. Zuerst müssen wir dich rausbringen. Ja. Okay. Ja, das ist logisch, dass wir die zuerst rausholen müssen. Ja. Doch dazu müsste dieser Typ sich mal bewegen hier. Die dicke Sau. Ganz angenehm sowas. Alter. Junge, sag mal, bewegt er sich gar nicht oder was? So wie der da, kann ich nicht springen oder wie hier? Ah, geht doch. Okay. Jawohl, genau, geh noch dahin in Deckung, du Sau. So, hoffentlich können wir das jetzt benutzen hier. Alter, wie soll ich denn die beschützen dann, Leute, wenn ich nicht mal dahin komme? Vor allem, wo steht der? Der war eigentlich wo ganz anders hier. Darf ich nicht einfach direkt rein und sie alles selbst abknallen? So wie es aussieht, nicht. Du alter Wicht. Er hat noch geatmet. Der Mann jetzt eben. Lauf. Ich glaube, er atmet noch. Lauf, Schlampe, lauf. Sollten wir einen Krankenwagen rufen? Welcher Film war das? Los, schnell. Ja. Ich hab nicht mehr geschossen, seit ihr mein Dad auf Jagd war. Der Typ steht immer noch da. Verstärken. Nur Kaninchen. Verhindern, verstärken, verhindern. Weil ich ihn getötet habe. Ich glaube, er ist tot. Ich wollte das nicht. Sie. Gut, das Auto ist noch ganz, oder? Ja, warum kann die eigentlich den Typ nicht einfach abknallen hier? Von hinten im Schädel fertig, zack, weißt du so. Klack, klack halt, ne? Wie es halt so ist. Niki, hör auf meine Stimme. Zuerst müssen wir dich rausbringen. Ja. Okay. Ja. Los, los. Kopf runter. Ja, dahin. Wie du das tun kannst. Das ist doch kein Leben. Ist das dein Job? Du tötest Menschen? Hey, das tust du nicht. Oder? Wir müssen ihn finden. Habt ihr verstanden? Hier ist alles sauber. Alter, was will denn der jetzt da in dem Eck hier? Leute, Leute. Aufpassen! Vorwärts! Alter, ich komme hier nicht mal rein. Alter. Das ist gerade sowas von. Schnitzel, egal. Nein.
Banane gehe. Schade. Mist! Aber ich meine, das ist schon mal ein richtiger Weg, ne? Ich würde sagen, die Mission machen wir auf jeden Fall in der Folge jetzt noch fertig, weil wegen dem kurzen Furz danach, wenn doch nur die Leute alle gar früher sterben würden, einfach, das ist so ein Unding, sowas. So. Er hat noch geatmet. Der Mann eben. Ich glaube, er atmet noch. Sollten wir einen Krankenwagen rufen? Jetzt, los. So, wenigstens der Penis ist schon mal weg. Kann Verstärkung rufen, jetzt nicht mehr. Und der kann auch Verstärkung rufen, jetzt nicht mehr. Weil ich ihn getötet habe. Ich glaube, er ist tot. Ich wollte das nicht. Sie ist einfach losgegangen. Sie darf nicht abhauen. Was zum... Wie geht denn das? Das ist ein Tuner-Container, wie kann... Alter, das war jetzt gerade perfekte Plan. Ich hab's gerade perfekt initiiert. Und dann passiert sowas. Kommt einer mit einer Röntgenbrille oder was? Superman oder wie? So. Erneut. Dahin. Lauf, Digga. Der atmet nicht mehr. So. Lauf! Nicht großartig warten hier, das Ganze muss zack, zack gehen. Hier, frei okay, nach dem Motto, los. Abfahrt! Stärken. Weg. Stärken weg. Schalttafel hoch. In die Kamera rein. Ich ihn getötet habe. Ich glaube, er ist tot. Hierhin. Ich wollte das nicht sehen. Losgegangen. Lauf zu diesem Auto. Töten Sie alle Fixer oder fliehen Sie? Alles klar. Du bist in Sicherheit. Aber wir müssen dich und Jakes aus der Stadt bringen. Ist Jackson okay? Er sagte, du wärst tot. Er sagte, er würde mich töten. Wo ist Jax? Ich muss ihn sehen. Er ist sicher bei Yolanda. War da jetzt? Ja. Ich treffe dich. Ja. Jax, bleib ruhig. Kein Handy. Lass ihn nicht töten mal sein Tablet benutzen, denn bis das vorbei ist. Das sind mir ein paar Witzbeutel hier. Alter, wie kann man das so schlecht schießen wie der? Hm. Ja, Leute, ich würde ja gerne entkommen, aber wie soll ich entkommen? Wenn ihr mir das verraten würdet, würde ich es auch tun, ne? Warum steht er eigentlich immer noch da hinten? Ach so. Was ist denn das für ein Witz? Ich treffe.
einen Schuss nach dem anderen mir trifft, ne? Aber der Typ steht immer wieder auf. Endlich. Gut, also ich weiß ja auch nicht, ne, aber ich würde sagen, wir sind so weit gekommen als hier. Ergib dich und wir finden eine friedliche Lösung. Netter Versuch, Arschloch. Der Auftrag ist noch offen. Will jemand? Bin dran. Ich werde so schnell nicht müde, Schäfchen. Alter, falsche Waffe, Leute. Ja, da sind einfach so viele. So. Nee. Wir brauchen hier mehr Leute. Geht klar. Kommen Sie aus dem Gebiet. Witzigkeit kennt keine Grenzen. So. Ja, wie soll ich denn hier rauskommen hier? Leute. Ah, okay, kleine Schwester. Nein! Mach schon auf das Tor. Tor, mach auf, die Tür macht weit. Jetzt macht er hinten die Brücke hoch, oder was? Glaubst du, es ist vorbei? Für Niki ist es vorbei. Ja, es ist vorbei, aber du. Nicht für dich. Ich will dir nichts verderben, aber ihr bekommt Gesellschaft. Die Bullen haben gerade einen Tipp zum Rächer bekommen. Ist das nur ein Spiel für dich? Ja, sicher, es ist nur ein Spiel. Ich bin nur zum Spaß dabei. Du hast mich enttäuscht. Das ist cool. Wir waren Partner. Was wirfst du mir vor? Ambitionen? Ich werfe dir deine Gier vor. Ich muss los. Deine Heuchelei ist beeindruckend. Ja. Aber vorsichtig, Partner. Die Cops sind echt heiß auf dich. Das ist doch schön. Ja. Dann würde ich sagen, war's das mit dieser Folge? Wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut und haut rein.